und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Messina von ShareDeals.de. Heute an meiner Seite habe ich wieder Andreas Lambou aus Zypern. Moin, moin, Andreas. Hallo Marco, ich grüße dich. Ich habe mich schon in mein kleines Silberversteck begeben, wie du siehst. Hinter mir sind einige Paletten gestapelt schon, nicht? Also deswegen, weil wir heute über Silber sprechen wollen, habe ich gehört. Ja, ganz genau. Also es sieht ganz fantastisch aus bei dir im Hintergrund. Das gefällt mir. Ja, liebe Zuschauer, wer die letzten Folgen sich angeschaut hat mit Andreas, habe ich vor ein paar Wochen über die Goldpreisentwicklung und interessante Goldaktien gesprochen. Wer es noch nicht gesehen hat, das Video, ich blende hier oben jetzt den Link ein zu diesem Video. Das könnt ihr euch dann im Nachgang zu diesem Video anschauen. Wir sehen im Moment eine Flucht in Gold, Silber und Kryptowährungen. Gerade der Silberpreis scheint in den letzten Wochen, insbesondere von Anlegern, die sich auf der Internetplattform Reddit zusammengetan haben, leicht manipulierbar zu sein. Viele Anleger kaufen Ethereum und Bitcoin. Was sind im Vergleich dazu die Vorteile von Silber? Ja, Marco, ich wollte mal ganz kurz eingehen darauf. Klar, der Bitcoin ist natürlich eine tolle Spekulation. Ich hatte mich ja daran erinnert, ich habe 2012 schon mal die ersten Bitcoin gekauft, so experimentell. Damals haben die noch so um die $12 gekostet. Und ja, ich hatte die natürlich mehrfach wieder verkauft und wieder gekauft. Und am Ende habe ich zwar einen schönen Schnitt gemacht, aber habe natürlich niemals diesen gesamten Anstieg miterlebt. Und leider nicht, nicht? Und das ist natürlich eine Sache, wo ich mich aber auch immer wieder hinterfragt habe, dass welcher Sinn dahinter steckt, weil ich mir immer gesagt habe, ja, es ist ja durch nichts hinterlegt. Es ist eigentlich nur eine Geistesblase der Bitcoin. Und solange also ich dich überreden kann, dir meine Bitcoins abzunehmen, mache ich ein gutes Geschäft, aber sobald irgendwann mal jemand das hinterfragt und sagt, ja, eigentlich ist es gar nicht 50.000 wert, sondern vielleicht $5.000, dann hat man ein Problem, nicht? Und das ist das, was ich bei diesen ganzen Bitcoins einfach nicht verstanden habe, noch nie verstanden habe, aber vielleicht verstehe ich es irgendwann, vielleicht verstehen es andere Leute, ist nicht mein Thema. Was mich fasziniert, ist im Ethereum-Umfeld diese Möglichkeit der Smart Contracts. Also das sind also ganz interessante Möglichkeiten, die sich da entstehen. Also auch gerade im Rohstoffhandel, beim Silberhandel, da könnte man theoretisch eben sämtliche Gegenparteien wie Banken und zu ausschalten und die Börse und ich könnte dir meinen Silber hier direkt verkaufen und wir könnten das so abwickeln, dass das für beide Seiten so sicher ist, dass du dein Silber bekommst, ich mein Geld bekomme und das lässt sich mit Ethereum eben realisieren. Deswegen glaube ich, dass das eine ganz tolle Anwendung ist. Das haben die Gold- und Silberanleger leider vielfach noch nicht verstanden, dass es eigentlich eine Symbiose geben kann der Technologie und der Fortschrittsentwicklung und dem Silber als Anlagegut, nicht? Und das ist dann, das könnte für eine Revolution auch im Silbermarkt sorgen, eine gewisse, weil man bräuchte dann kein Silber mehr hin und her schippern, nicht? Man könnte das also irgendwo zentral lagern, bei Lagerstellen in Singapur, in Hongkong, in London, wo auch immer es noch halbwegs freie Kapitalmärkte gibt und könnte dann über Tokens auf der Blockchain, könnte man das dann hin und her handeln. Und das hast du dann sicher auch letzte Woche miterlebt. Viele Leute haben es gesehen, dass es mittlerweile einen neuen Token gibt, den NFT, den Non-Fungible Token, bei dem wurde ein digitales Kunstwerk versteigert für 69 Millionen US-Dollar. Und das sind natürlich alles so Entwicklungen. Ich sag mal, das ist die Technologie steckt noch am Anfang, ist schon sehr weit entwickelt. Man kann viele neue Dinge damit machen, was muss ich natürlich erstmal in den Köpfen der Investoren erstmal einlisten, diese Idee. Und dann kann man viele tolle Sachen machen und ich glaube, das wird den Silbermarkt oder überhaupt die Rohstoffmärkte und alle Kapitalmärkte wird es nochmal richtig beleben in den nächsten Jahren. Und dann haben natürlich die Staaten, die Regierungen, die immer alles versuchen zu regulieren und zu besteuern, die haben natürlich irgendwann mal gar keine Chance mehr da einzugreifen, weil es sozusagen das Einzige, was dann, um dann den Handel zu betreiben, ist dann ein Passwort, was man in seinem Kopf versteckt hat. Nicht? Das ist natürlich eine tolle Sache für die Zukunft. Ja. Andreas, warum setzt du denn insbesondere auf Silber in der aktuellen Phase? Ja, also ich kaufe generell immer was sehr, sehr günstig ist. Ich verkaufe, was teuer ist. Das mache ich seit 20 Jahren. Oh, ist es richtig. Und
um zu verstehen, nicht, was günstig ist. Das siehst du ja ganz deutlich. Der Silberpreis ist im Verhältnis der letzten 20 Jahre jetzt auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Kostet nur die Hälfte von dem, was er 2010 etwa gekostet hat. Damals hatte ich auch Silber, habe ein bisschen Silber verkauft, natürlich nicht alles logischerweise, und bin dann wieder eingestiegen im Silber vor einigen Jahren. Also vor 2, 3 Jahren habe ich angefangen zu sammeln. Letztes Jahr dann habe ich eine ganz große Position aufgebaut, als wir unter 15 Dollar gefallen sind, kurzfristig in der Corona-Krise. Und an dieser Position halte ich unverändert fest. Und weil ich glaube, dass einfach niemand legt in Silber an. Das ist das Hauptkriterium. Es werden 1 Milliarde Silberunzen etwa produziert pro Jahr. Davon landen schätzungsweise mindestens 600 Millionen Unzen in der Industrie zur Herstellung von iPhones, von Teslas, von Kühlschränken und allen möglichen Solarzellen. Das ist eine sehr große Sache. Hat die Weltbank vor kurzem geschrieben, wie viel Silber man für die Solarzellen noch bräuchte, wenn man, sagen wir mal, nur einen gewissen Prozentsatz, 20% der Weltenergieproduktion mit Solar abdecken wollte. Da kam so eine unglaubliche Summe hier zustande, nicht? Dass die Jahresproduktion sozusagen fast nur an Solarzellen gehen könnte für eine gewisse Zeit. Das ist natürlich auch, wird natürlich nicht so funktionieren, aber ist natürlich eine Sache, die zeigt, dass Silber sehr stark nachgefragt ist. Und es gibt kein Silber verfügbar, nicht? Also die Goldreserven oberirdisch, die in irgendwelchen Tresoren liegen und das Anlagegold schon seit Jahren verwahrt werden oder auch bei den Zentralbanken, die liegen bei ungefähr 10 Billionen US-Dollar. Wenn man den gleichen Dollarbetrag in Silber anlegen würde, dann bräuchte man dafür etwa 400, 500 Milliarden Unzen, was ich vorhin ausgerechnet habe. Und das sind, also man müsste 400 oder 500 Jahre die komplette Silberproduktion, die heute existiert, in den Tresor einschließen, um so einen Silberschatz aufzubauen. Also das zeigt auf jeden Fall die Verhältnisse, dass wenn nur wenige Erdenbürger anfangen, ein bisschen Silber zu kaufen, also will ich dir auch ans Herz legen, Marco. Also es reicht wirklich, wenn man einmal im Monat 2, 3 Unzen kauft und wenn das 500 Millionen Menschen machen auf der Erde, nicht, dann, ja, dann explodiert der Silberpreis von allein, nicht? Und ich Also glaube, ich dass das brauche keine passieren ganze kann. Palette wie du. Nein, nein, Nein. ich kann die gerne beliefern. Das Silber ist alles günstiger eingekauft für ungefähr 15 Dollar im Schnitt, nicht? Und heute stehen wir bei 25 Dollar. Also ich kann dich da mit schönen Gewinnen sogar schon beliefern. Perfekt, danke. Andreas, du hast gerade eben ganz gut angesprochen. Silber ist von vielen Experten als Industriemetall verschrien. Gerade die Solarindustrie, ich hatte da eine Statistik gesehen, glaube ich, benötigt 19% der jährlichen Silberproduktion. Viele sagen, Silber ist keine Währung. Warum investierst du trotzdem, wie wir im Hintergrund sehen? Ja, weil ich einfach sage, historisch bedingt ist Silber das nächste zum Gold, was einer Währung ähnlich kommt. Also Gold hat man ja gesagt, ja, das hat den Währungsstatus verloren. Als die Zentralbanken 1973 das gesagt haben, dann ist der Goldpreis explodiert um das 20-fache und hat bewiesen, dass es doch eine Art Währungsersatz ist. Und die Zentralbanken haben es auch nie übers Herz gebracht, ihr ganzes Gold zu verkaufen, weil immer irgendeine andere Zentralbank kam und sagt, ja, wenn die britische Zentralbank verkauft, wenn die amerikanische Zentralbank verkaufen würde, dann sind wir bereit, das Gold für uns zu kaufen, weil wir glauben an Gold, wir glauben an den Währungsersatz von Gold und deswegen muss Silber natürlich steigen halt in dem Umfange, weil man sagt, ja, es wird nicht als Währung akzeptiert, aber es ist sehr nah daran und wir hatten ja, die Zeit ist gar nicht so lange zurück, dass wir vor 100 Jahren eine Art Silbertrade hatten, nannte man das, dass die Währungen in Silber auch abgedeckt wurden und wurden dann im internationalen Handel mit China zum Beispiel verwendet von 1600 bis 1900. Also über 400 Jahre war Silber eine Währung und nur die letzten 100 Jahre hat man versucht, den Währungsstatus zu verdrängen vom Silber und das kann natürlich jederzeit wiederkommen. Also es gibt einige Bundesstaaten wie in den USA, wie zum Beispiel Idaho. Die haben gesagt vor wenigen Wochen, dass sie einen Teil ihrer Überschussreserven in Gold und Silber anlegen könnten. Und da ist so eine Art Gesetzesänderung im Gange. Und wenn das auf der einen oder anderen Ebene durchgeht, dann haben wir natürlich wieder
einen Bedarf von Silber. Aber ich denke, momentan ist es erstmal eine Art privatwirtschaftliche Vereinbarung, dass man sagt, ja, ich traue dem Silber mehr als einer Papierwährung und dafür ist es verhältnismäßig sehr, sehr günstig. Andreas, was unseren Zuschauern sicherlich unter den Nägeln brennt, ist dein persönliches Money Management, deine persönliche Depotstruktur. Wie viel deines Depots hast du im Moment in Silber angelegt, beziehungsweise wie viel davon in Silberaktien aktuell? Ja, also ganz genau kann man das natürlich nicht wissen. Es schwankt sehr täglich, aber ich habe einmal den Schritt gewagt und gesagt, okay, letztes Jahr, als wir so günstig Silber hatten, hatte ich ein Drittel meines Depots in eines Gesamtdepots in Silber investiert und in Silberaktien. Davon momentan würde ich sagen, sind ungefähr 2 Drittel reines physisches Silber und ein Drittel Silberaktien. Ich glaube, das ist eine vernünftige Aufteilung, weil man hat halt gesehen, dass die Aktien sehr stark schwanken. Der Silberpreis, das Hauptproblem von einer Silbermine ist natürlich immer langfristig, wie wollen die Geld verdienen? Und das gibt sehr, sehr wenige Vorkommen weltweit. Also traditionell aus Peru und Mexiko kann man ungefähr ja, 60, 70% des weltweiten Silberbedarfs vermutlich langfristig decken und da sind die Vorkommen eben so reich davon. Andere Minen sind oftmals nicht in der Lage, diese Kosten zu erreichen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Silberunze in die Hand nehme, nicht, da ist alles schon drin. Da sind die Energiekosten drin, da sind die Förderkosten, da sind die Arbeitskosten drin. Also wenn der peruanische Minenarbeiter sagt, ja, $300 im Monat ist doch ein bisschen wenig und ich würde gerne wie der amerikanische Minenarbeiter 3.000 oder 3.000 oder $5.000 im Monat verdienen, nicht? Dann kommt das alles auf den Silberpreis obendrauf und meine günstig geförderten Unzen, die ich eingelagert habe, die werden damit automatisch mehr wertvoll, nicht? Und das ist das Interessante, dass das alles im Silberpreis enthalten ist und man kann davon profitieren. Man profitiert direkt von der Inflation, die in Zukunft bei den Förderkosten eintreten wird und so hat man eigentlich einen sehr guten Effekt. Also langfristig auf Sicht von 10 Jahren, würde ich mal sagen, ist reines physisches Silberinvestment interessanter als Silberaktien. Silberaktien natürlich, wenn sie sehr günstig produzieren, wenn sie gute Vorkommen finden, ein starkes Management haben, dann sind sie natürlich interessant zur Investition. Dann schütten sie Dividenden jährlich aus und man muss aber darauf sicherstellen, dass die Produktionsanlage schon existiert. Also ich tue mir jetzt schwer damit, in eine Firma zu investieren, die eine neue Produktionsanlage aufbauen müsste im Silber, weil das kostet so verdammt viel Geld. Also wenn man das dann auf die Unze herunterbricht, die dann irgendwann mal gefördert werden soll, dann sind das dann locker mal $10 pro geförderte Unze, die dann zusätzlich an Kosten obendrauf kommen, wenn wir da unterstellen, dass wir so ungefähr 10, $15 Produktionskosten alleine haben, dann nochmal $10 obendrauf für eine neue Anlage, dann sind wir schnell bei 20, $25 Förderkosten. Und das macht selbst beim heutigen Silberpreis bei $25 macht das eigentlich wenig Sinn. Bei $50 pro Unze würde es ein bisschen mehr Sinn machen, natürlich. Aber wie du siehst, das ist also ein hartes Brot, damit Geld zu verdienen. Aber die Firmen, die vor 10 Jahren schon ihre Produktionsanlagen gebaut haben, wie eine First Majestic Silver zum Beispiel, um mal einen Namen zu nennen, oder eine polnische KGHM, die auch Kupfer noch produziert, das sind natürlich Unternehmen, die sehr, sehr viel Silberanteile verkaufen können und sehr profitabel das Ganze auch machen. Okay, jetzt sagtest du gerade eben ein Drittel in Silberaktien. Du hast gerade ganz kurz angerissen, was denn diese Silberaktien eigentlich dann auch für einen Background haben sollten. Aber welche Silberaktie sollte man denn jetzt kaufen und liegen lassen? Ja, also, Ich weiß, solche Fragen magst du. kaufen und liegen lassen, wie gesagt, ist bei Silberaktien halt sehr, sehr schwierig, weil sich sehr viel verändert und jedes Jahr, welche die Silbermine produziert, hat sie natürlich weniger Silberunzen im Boden. Das heißt, es müssen sehr, sehr viele Faktoren erfüllt sein, um ein Unternehmen zu einer guten Silberinvestition zu machen. Aber ich möchte auf jeden Fall die Aktie von First Majestic nennen. Die machen das sehr gut. Die haben ungefähr 1 Milliarde Unzen Silber im Boden noch. Die können natürlich aufwerten mit einem gesteigerten Silberpreis. Auch in Mexiko gibt es noch andere Firmen, Gatos Silver zum Beispiel. Es gibt auch große Firmen, Hochschild Mining, Fresnillo
oder die KGHM in Polen, die auch eben, die ich vorhin kurz nannte, mit Kupferproduktion. Das sind alles Firmen, in die kann man langfristig investieren. Die sind profitabel, schütten auch Dividende aus. First Majestic Silver, das erste Mal in diesem Jahr seit langem, dass sie dann eine Dividendenpolitik angekündigt haben, eine sehr stetige. Und ich glaube, da macht man als Anleger nichts falsch, die sich zum Teil mit ins Depot zu nehmen. Es gibt noch eine kanadische Firma, Wheaton Precious Metals, die profitiert davon, dass sie das Silber von Minen aufkauft, die eigentlich andere Sachen produzieren, wie Blei zum Beispiel oder solche Dinge, und die dann ihr Silber oder Gold und Silber, und die dann zum Beispiel ihren Silberanteil verkaufen, noch bevor die Mine gebaut wurde, und so haben die sehr, sehr günstige Einkaufskurse. Die können zu einem symbolischen Preis von 2, 3 Dollar, manchmal 5 Dollar, können die Silber kaufen und wieder im Markt zum Marktpreis verkaufen. Die haben einen sehr schönen Hebel auch auf den Silberpreis. Leider ist die Aktie eben im ETF so hochgewichtet. Ich glaube, die hat im Silber-ETF im größten einen Anteil von 30%. Und dadurch wurden sie natürlich in diesem Silbermarktboom sehr stark hochgespült und sind relativ teuer bewertet. Da tue ich mir ein bisschen schwer, die jetzt zu kaufen, aber ist natürlich auch eine langfristig spannende Anlage. Okay. Und was ist mit Silber Exploren? Kann man die im Moment kaufen? Wenn ja, in welchen Bereichen sollte man da tätig werden? Ja, grundsätzlich würde ich auf jeden Fall Silber Explorer als spekulative Beimischung als interessant finden. Also wenn, sagen wir mal, wenn man heute in einen Explorer investiert, der vielleicht eine Marktkapitalisierung von unter 50 Millionen Dollar hat und findet 1 Milliarde Silberunzen, was sehr, sehr selten vorkommt, also dann hat man natürlich den Jackpot im Lotto gewonnen sozusagen. Also das sind dann große, große Aufwertungseffekte, die auch immer mal wieder passiert sind bei einzelnen Explorern. Aber man muss natürlich das Ganze so behandeln, sehr spekulativ, und wirklich nur kleine Beträge investieren, die dann aber sehr stark anwachsen können. Also ich habe zum Beispiel eine Aktie bei mir im Depot, das ist die Silver X Mining. Das ist eine Firma, die hat sich erst als Goldproduzent, wurde die gegründet, als Oro X Mining. Die hat sich in den letzten Wochen in Silver X umbenannt, weil sie in Peru eine produzierende Silbermine mit sehr viel umliegendem Land erworben hat. Wir haben auch schon eine Produktionsanlage, die historisch in Betrieb war. Also da spart man sich die Kapitalkosten bei der Inbetriebnahme. Die können produzieren. Und wenn sie dann noch zusätzliches Silber finden, dann hat die Aktie möglicherweise ein sehr, sehr starkes Aufwärtspotenzial. Ja, und das finde ich interessant auch für spekulative Anleger. Aber wie gesagt, in meinem Börsenbrief schreibe ich noch ausführlicher über diese Dinge und welche Aktien gerade interessant sind. Wichtig ist auf jeden Fall, bei Silber Explorern auch Gewinne mitzunehmen. Ich sage mal, 2 Drittel von diesen Aktien, die steigen, weil die Anleger vermuten, dass sie ein großes Silbervorkommen finden. Die entpuppen sich hinterher als Rohrkrepierer und werden dann auch wieder abverkauft. Also man muss ja sehr genau wissen, wann man kauft und wann man verkauft. Und ja, das behandle ich in meinem Börsenbrief. Andreas, hab vielen lieben Dank für die Hintergrundinformation zur Silberpreisentwicklung, deine Einschätzung. Gut, ich sehe ja im Hintergrund, du bist gut ausgestattet, bist gut positioniert. Auch die Hinweise zu den Einzelwerten und auch zu den Explorern. Liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen an Andreas habt, stellt diese Fragen hier unter diesem Video. Wir werden die innerhalb kürzester Zeit beantworten, Andreas oder ich. Wenn ihr Kommentare habt, zu Anregungen habt, einfach hier unten drunter setzen. Wir kümmern uns drum. Ihr bekommt dann eine Antwort von uns. Und ihr seht hier unter diesem Video auch in der Videobeschreibung den Link zum Goldherz-Report von Andreas. Dort könnt ihr euch anmelden und dann bekommt ihr in der freien Variante einmal in der Woche die Free-Ausgabe von Andreas in eure E-Mail-Inbox zugeschickt. Andreas, hab vielen lieben Dank für deine Zeit und viele Grüße nach Zypern und ich hoffe, dass wir uns dann bald auf den nächsten Call dann wiedersehen. Ja, vielen Dank. Und ich wollte noch kurz anfügen, also wir haben ein Silberreport auch im Goldherz Plus. Also wenn Anleger sich jetzt anmelden, dann erhalten sie noch einen abgedateten Silber Sonderreport, wo dann alle Aktien, die ich Wichtiger heute Hinweis. vorgestellt habe, nochmal genauer betrachtet sind. Und den erhält man kostenlos dazu, wenn man ein Abo abschließt. Danke Super. vielmals. Andreas, dann werde ich diesen Silberreport auch hier unter der Videobeschreibung mit verlinken, dass dann die Interessenten sich dann direkt für diesen Silberreport mit anmelden können, beziehungsweise
dafür sorgen können, dass Sie diesen Silberreport dann auch bekommen. Die Hinweise also zu diesem Silberreport schreibe ich hier mit unten drunter. Andreas, viele liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ja, auch. Danke. Tschüss nach Berlin. Ciao. Tschüss.